Das hängt. Ja. Und schon sind wir live. Ja, herzlich willkommen bei Fans der Evidenz heute mit dem neuen Intro. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, wir haben seit letzter Woche schon die ein oder anderen Rekorde gebrochen. Ja, muss man wirklich sagen. Und das wollen wir euch direkt auch hier schon mal erzählen, was mittlerweile alles so Neues gibt. Deswegen haben wir unser Format jetzt ein bisschen aufgeteilt. Wir werden so den ersten Teil an unserem in unserer ersten Hälfte werden wir jetzt erstmal dazu verwenden, die neuesten News zu transportieren. Dazu haben wir ganz schön was zusammengetragen und es gibt auch das erste Jubiläum, was wir sozusagen feiern können. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Wir sind aktuell schon bei über 110 Abonnenten und wir können auch sagen, es gucken ganz viele Rettungswachen zu. Das heißt, es guckt mehr als ein Zuschauer über einen Account Freiwillig zu. zu. Freiwillig, ja, Ja. natürlich, klar. Genau. Das ist so das Erste, was wir Ja, schon mal. übrigens darf ich dazu sagen, noch herzliche Grüße an die Kollegen der Rettungswache St. Wende, denn die 100. Abonnentin ist eine Stimmt. Mitarbeiterin vom Kreisverband St. Wende. Also ganz herzlichen Dank dafür, liebe Franzi. Das war sogar auch ein Dienst, den wir zusammen gemacht haben. Ja, alles klar. Okay. So, dazu dann jetzt auch nochmal, ich glaube, wir haben gerade schon eine Rückmeldung bekommen. Mike, dich hört man nicht. Ja. Warte, Ja, das haben wir ganz schnell. Jetzt geht's auch. Und jetzt hört man den Mike hoffentlich auch. Ja, die Kommentare kommen schon rein. Dankeschön. ah, okay, dann Zur Kenntnis genommen. Du musst nochmal sagen. genau, dann darf ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, es freut mich ganz, ganz außerordentlich, dass wir den 100. Abonnenten von den Kollegen der Rettungswache St. Wendel ergattert haben, wenn man so will, und zwar auf dem Dienst, den ich auch selber mit begleiten durfte. Vielen Dank, Franzi, für das Abo. Alles klar. Ansonsten gehen noch weitere Grüße raus. Wir haben einiges schon vorbereitet. Vielen Dank auch schon mal an Dr. Thomas Schlechtrieben, unseren ärztlichen Leiter. Der hat uns wieder die aktuellen News zukommen lassen. Dazu kommen wir dann gleich auch noch. Und weitere Grüße gehen, beziehungsweise bevor wir noch irgendwie was weiter klären, haben wir noch ein paar Fragen von letzter Woche aufzuarbeiten. Und zwar zum einen ging es um die Frage, wenn uns auch Kinder zugucken, dürfen die auch Fragen stellen? Und die Antwort lautet ganz klar, natürlich. Unbedingt. Ja, schöne Grüße an Julia. Das wollten wir nämlich noch klarstellen. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, die wir vielleicht auch anders erklären sollen, machen wir das, selbstverständlich. Wir hatten uns diesbezüglich, muss man auch sagen, darauf geeinigt, dass wenn Kinder oder Jugendliche oder auch vielleicht jetzt gerade im Bereich von Schulunterricht, der von zu Hause stattfindet, wenn auch der ein oder an, die ein oder andere Klasse irgendwie eine Frage zum Bereich Medizin im erweiterten Sinne hat, schickt die gerne zu uns und wir werden die dann kind-, jugendgerecht oder wie auch immer beantworten. Diesbezüglich auch nochmal recht herzliche Grüße an Nina und Lena und die Klasse 8a vom Cusanus-Gymnasium, die sich da auch rege beteiligen wird. Alles klar, okay. Schön. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserer News-Kategorie. Wir haben einiges, was wir euch quasi zeigen möchten. Wir fangen mal an mit der Begrüßung, die uns der Dr. Schlechtriemen geschickt hat. Und der hat uns wieder einiges zu sagen. Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Newsblock möchte ich heute Abend, eigentlich für Sie dann morgen früh, einige Rückmeldungen des ärztlichen Leiters geben. Mike Höll hat mir gesagt, das Hauptthema ist Anaphylaxie. Ob ich dazu beitragen könnte, da habe ich gesagt, ich habe im Moment Allergie gegen Corona. Das ist wahrscheinlich nachvollziehbar und geht Ihnen ähnlich. Dann hat er mich auch gebeten, ich möchte doch Querformat verwenden. Vielleicht kommt dann das Lächeln ein bisschen breiter zum Ausdruck. Darf man denn überhaupt in Zeiten von Corona noch Witze machen? Ich denke schon, den Humor sollten wir uns nicht verbieten lassen.
Und es gibt sogar einen Grund, weswegen man wirklich heute ein bisschen lächeln kann. Pascal Steiner hat rückgemeldet, dass er als S4 unseres Stabes, der für die Versorgung zuständig ist, heute ein Kontingent an Masken hat ergattern können, Mund-Nasen-Schutz, sodass wir da ein klein wenig beruhigter in die nächsten Tage hineingehen können. Und ich werde morgen dann auch ganz dezidiert sagen, dass das, was viele Wachen jetzt schon ganz normal machen, dass sie eben in jeden Einsatz mit einem Mund-Nasen-Schutz gehen, dass wir das dann auch ganz offiziell machen. Das bedeutet, dass man nicht bei jedem Patienten einen neuen Mund-Nasen-Schutz braucht, sondern dann, wenn man Patienten, die jetzt überhaupt keinen Bezug zu einer Covid-Infektion haben, diese Patienten, da kann man auch mehrere hintereinander mit demselben Mund-Nasen-Schutz versorgen. Man muss halt nur sehen, wie lange der hygienisch hält. Und natürlich dann, wenn man einen Patienten mit einer Covid-Infektion zu versorgen hat, dann würde man ja sowieso FFP2-Maske anziehen. Und da muss man die Kundschafter- und Nasenschutzmaske natürlich auswechseln. Ja, also auf der. So, wir sind wieder hier. Also auf der an der Maskenfront gibt es jetzt erstmal gute Nachrichten. Dazu können wir auch schon was beitragen. Dazu gleich noch mehr. Die zweite Nachricht, die wir, glaube ich, hier schon veröffentlichen können, ist dann vielleicht eine eher nicht so positive Nachricht vom Thomas Schlechtriemen. Und zwar gibt es wohl die ersten Infos auch zum Thema Coronavirus in dem Altenheim. Dazu hat er uns auch noch mal eine Botschaft geschickt. Hören wir uns Ich kurz möchte an. noch ein zweites, sehr ernstes Thema mit Ihnen besprechen. Es ist leider so, dass wir in den letzten 2, 3 Tagen erleben mussten, dass die SARS-CoV-2-Infektion in die saarländischen Altenheime Einzug genommen hat, dass in einzelnen Heimen Patienten positiv getestet wurden und es zu schweren Infektionsfällen gekommen ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ein Alten- und Pflegeheim hineingehen. Nutzen Sie die persönliche Schutzausrüstung, damit wir als Rettungsdienst die Menschen dort, die zur Hochrisikogruppe gehören, bestmöglich schützen und keine Infektion in die Altenheime hineintragen. Ich habe vorgestern dann auch an die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst unser Ethikkonzept herausgegeben. Und mir ist da sehr wichtig, dass wir das breit abgestimmt haben mit der Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Ethikkommission der Ärztekammer, mit den großen Kliniken im Land und auch mit den Hilfsorganisationen. Wir wollen die Menschen jetzt genauso behandeln wie sonst. Das heißt, wir werden als allererstes den Willen des Patienten respektieren. Wenn Patientenverfügungen vorliegen, dann werden wir diese respektieren, wie sonst auch. Das bedeutet, dass man möglicherweise, wenn ein Patient für sich ausgeschlossen hat, dass er intensivmedizinische Versorgung haben möchte, dass wir dann eben weniger invasiv tätig sind und auf eine Intubation und kontrollierte Beatmung verzichten. Wir werden diese Patienten, wie alle unsere Patienten, wenn sie schwer erkrankt sind, einer stationären Versorgung zuführen. Und in den Kliniken kann man dann klären, wie diese stationäre Versorgung aussehen kann. Wir können auch Patienten, die sich gegen eine intensivmedizinische Versorgung entschieden haben, nur dann in den Alten- und Pflegeheimen belassen,
wenn dort ein entsprechendes Versorgungskonzept zusammen mit den Hausärzten vorliegt und wenn das auch sicher strukturiert ist. Das heißt, wenn wir uns sicher sein können, dass die Patienten dort vernünftig analgetisch und sedierend versorgt werden. Wenn das nicht der Fall ist, nehmen wir sie mit, bringen sie in die Kliniken und dann werden die Kollegen in den Kliniken eine vernünftige Versorgung dieser Menschen dann garantieren. Ja, so viel zum ethischen Thema in den Altenheimen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Schritt, das jetzt hier so auch zu veröffentlichen. Und ich glaube, da tut sich einiges, ja. Dass wir auf die Altenheime auch so ein bisschen aufpassen müssen, ist, glaube ich, denke ich, auch klar. Das geht ja nochmal um einen Appell, dass wir auch wirklich unbedingt aufpassen, dass wir, wenn wir in die Altenheime fahren, dass wir da auch sehr, sehr vorsichtig sind. Nicht zu unserem Schutz, sondern auch zum Schutz von den Bewohnern. Ich glaube auch gerade die Kolleginnen und Kollegen auf dem KTW, die ja im Prinzip, ich sag's mal, die Routinetransporte vom oder zum Altenheim machen, dass man da Klar. auch nochmal im Speziellen sensibilisiert, dass die sich da extrem, dass sie da extrem aufpassen müssen, dass wir nicht die Ursache der Keimverschleppung sind. Genau. Ja. In der jetzt abgelaufenen Woche fast, also Freitag, hat sich jetzt auch noch im Bundestag ein bisschen was geändert. Auch da haben wir Neuigkeiten dazu. Das Infektionsschutzgesetz wurde ja vom Bundesgesundheitsminister geändert und es wurde angepasst. Angepasst, genau. Und der Bundestag und der Bundesrat haben es ja doch ziemlich schnell verifiziert und es wurde jetzt ja auch durch den Bundespräsidenten in Kraft gesetzt. Und da ergeben sich auch für uns die ein oder andere Änderung. Dazu wollen wir mal kurz noch die Botschaft vom Dr. Schlechtriem hören. Da hat sich nämlich auch für uns was Relevantes getan. Dazu hat er uns ein paar Zeilen aufgenommen. Der Deutsche Bundestag hat am 30. März eine Pandemielage von nationalem Ausmaß festgestellt. Das bedeutet, dass bestimmte Sonderregelungen des Infektionsschutzgesetzes in Kraft treten. Und eine dieser Regelungen ist, dass dem medizinischen Fachpersonal, Krankenschwestern, Krankenpflegern, Altenhelfern, Altenhelferinnen und natürlich auch den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern eine stärkere Kompetenz in der gegenwärtigen Sondersituation übertragen wird. Explizit ist dort beschrieben, dass die Kolleginnen und Kollegen Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen das tun dürfen, von dem sie sich sicher sind, dass sie es in der Ausbildung gelernt haben und sicher beherrschen. Das ist die erste wichtige Vorgabe. Und es anwenden können in Situationen, in denen keine ärztliche Versorgung zwingend erforderlich ist und diese Maßnahmen aber trotzdem der Heilkunde unterliegen. Das bedeutet, dass in den Fällen, in denen eine mittelschwere Erkrankung vorliegt und man auf den Arzt in der Pandemiesituation verzichten kann, dass in den Situationen der Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäterin handeln darf, im Rahmen dessen, was sie gelernt hat. Bedeutet aber auch, dass solange wir noch ausreichend notärztliche Kompetenz in der Fläche vorhalten können, beziehungsweise die notärztlichen Kollegen nicht in der Versorgung von schwer erkrankten Infektionspatienten, da vor allen Dingen im Atemwegsmanagement verantwortlich tätig sind, dass dann auf diese Ausnahmeregelung noch nicht zurückgegriffen werden muss. Ich kann mir also beispielsweise vorstellen, dass ein Notfallsanitäter bei einer Gallenkolik ein Spasmolytikum gibt, entsprechend dem, was er pharmakologisch auch gelernt hat, um dann keinen Notarzt nachfordern zu müssen und der notärztliche Kollege vielleicht parallel dann eine schwere Covid-Infektion versorgen kann.
Ganz sicher bedeutet diese Ausweitung der Kompetenzen der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter nicht, dass sie jetzt eine Polytraumaversorgung, eine STEMI-Versorgung oder ein schweres Atemwegsmanagement eigenständig durchführen sollen ohne notärztliche Unterstützung. Das ist in Verantwortung für die uns anvertrauten Patienten nicht sinnvoll. Ja, und damit haben wir, glaube ich, schon mal ein deutliches Statement vom Dr. Schlechtriemen. Und ja, ich glaube, das ist eine relativ einschneidende Änderung, die jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz quasi in Kraft getreten ist. Man müsste aber halt natürlich dann halt auch sehr, sehr aufpassen, was man da jetzt macht. Also ich glaube ja, dass wir generell jetzt durch diese Einführung von dem Paragraphen 5a, wo man dem Notfallsanitäter unter bestimmten Voraussetzungen heilkundliche Maßnahmen zuspricht, wenn man es mal so zusammenfassen will, glaube ich, sind wir im Saarland, wird es im Saarland gar keine so große Änderung geben. Mhm. Weil dadurch, dass wir bis jetzt auch schon relativ breit aufgestellt sind mit Verfahrensanweisungen, die ein leitliniengerechtes Abarbeiten von Situationen, von Akutsituationen beinhalten, glaube ich, dass sich da gar nicht so viel ändern wird. Ich hoffe, beziehungsweise ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Kollegen draußen vor Ort auch das so handhaben werden, dass sie ganz klar eine Nutzen-Risiko-Abwägung im Sinne von diesem Infektionsschutzgesetz machen werden und natürlich auch die Maßnahmen zur Anwendung bringen, die notwendig sind, um genau in diesem Gesetz zu handeln. Ja, okay. Ja. Man muss sich natürlich dann noch immer ganz sicher sein, was man macht und immer auch auf die aktuelle wissenschaftliche Situation natürlich auch beziehen. Okay, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir mal noch zu einem anderen Thema. Schon mal ein herzliches Dankeschön an den Dr. Schlechtriemen, dass er uns wieder die aktuellen News aufgenommen hat. Von unserer Seite gibt es auch noch einiges an News. Wir haben ein bisschen auch noch was vorbereitet. Es ist nicht so, dass wir jetzt während der Schule oder während der gesamten Arbeitszeit hier nur rumsitzen und Däumchen drehen. Eher im Gegenteil. Unsere Azubis wissen das. Wir machen den kompletten Unterricht über Videokonferenz und über die Streams, die wir hier machen und auch über verschiedene multimediale Wege. Da arbeiten wir auch noch an weiteren Wegen aktuell. Und zusätzlich beschäftigen wir uns aktuell mit dem 3D-Druck. Wir haben es ja schon öfters mal auf... Danke, Christian. Na klar. Wir haben es ja schon öfters auf Facebook auch mal gepostet, dass wir mit 3D-Druckern relativ viel machen und da gibt's jetzt auch so die ein oder andere Initiative. Wir sind auch in so einer Initiative organisiert, das ist Print for Help, und wir haben mittlerweile ein Netzwerk zusammengestellt von über 200 3D-Druckern im ganzen Saarland und wir drucken medizinische Ausrüstung, muss man sagen, ja. Das hat jetzt angefangen mit den Face Shields, die haben wir euch letzte Woche schon gezeigt. Das hier ist jetzt eine vereinfachte Druckvorlage, wo wir in relativ kurzer Zeit, genau, danke, wo wir in relativ kurzer Zeit Face Shields zum Schutz vor der hoher Virenlast und vor Tröpfcheninfektionen schützen können. Und wir arbeiten gerade an einem anderen Problem noch. Wir wollen uns dem Atemschutzmaskenproblem ein bisschen annehmen im Moment. Und da ist es so, wir haben lange überlegt und wir bilden mittlerweile ein Netzwerk zusammen mit einer saarländischen 3D-Druckfirma, mit der Uni Saarbrücken, mit dem Leibniz-Institut und mit der HTW zusammen und überlegen uns nämlich, wie wir aktuell das Problem mit der schlechten Verfügbarkeit von FFP3-Masken, wie wir das angehen können. Eine Möglichkeit haben wir dazu auch schon quasi entwickelt und sind jetzt quasi in der Endphase. Wir starten wahrscheinlich nächste Woche in die Produktion und haben uns so ein Multifunktionssystem überlegt. Ich muss mal gerade schauen, dass man es auch richtig sehen kann. Ah, wenn ich es hier hinhalte, geht's. Das ist eine Schnorchelmaske, die man eigentlich zum Tauchen und Schnorcheln verwendet. Hier oben kommt normalerweise dann der Schnorchel dran, damit man
die Luft von oberhalb der Wasseroberfläche halt atmen kann. Wir versuchen das ganze System jetzt so ein bisschen umzubauen, indem wir so einen Adapter herstellen. Das hier ist so ein erster Prototyp, der wird noch ein bisschen verändert. Und mit diesem Prototyp können wir dann Filter, ihr kennt sie, denke ich, als Beatmungsfilter. Wir machen noch Adapter für verschiedene Filterarten, um die dort oben anzuschließen, weil diese HME-Filter, die sind natürlich auch nicht durchlässig für Viren. Das gilt auch fürs Coronavirus, also die sind sicher gegenüber dem Coronavirus. Und dann könnte man über die Tauchermaske einigermaßen sicher am Patient arbeiten. Ja, das ist unsere aktuelle Idee. Ist leider nicht von uns die Idee. Wir haben das nur ein bisschen optimiert und auch ein bisschen weiter noch verändert. Also wir arbeiten nicht ausschließlich mit Beatmungsfiltern, sondern auch mit anderen Filtersystemen, damit wir eine schöne Vielfalt haben. Da werden jetzt die nächste Woche unsere 3D-Drucker heiß laufen. Aktuell haben wir 10 Stück am Laufen. Ich glaube, wenn euch das interessiert, zeigen wir euch dazu auch mal noch ein, zeigen wir euch auch noch mal ein Foto, das wir euch hier noch einblenden können. Das ist unser 3D-Druckstudio sozusagen, oder unser der Druckerraum, wo alle unsere Drucker im Moment aktuell am Arbeiten sind. Und damit es noch irgendwie was, bisschen was zum Lachen gibt, habe ich noch ein kleines Bildchen für euch. So sieht es dann aus, wenn man die Maske anhat. Die Einatemluft kommt natürlich oben über den Schnorchel und die Ausatemluft, die wird unten an der Spitze der Maske quasi ausgeatmet. Das Ganze ist mit Rückschlagventilen und somit ist das System auch relativ sicher. Ja. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist nochmal der Hinweis, dass wir keine Atemschutzmasken im Sinne vom Medizinproduktegesetz herstellen, sondern dass es sich hier einfach um Gesichtsmasken dreht. Genau, ja. Also wir müssten das Ding auch zertifizieren lassen und dort so ein Zeugs. Das schaffen wir nicht. Aber in der aktuellen Krise, wo wir sagen müssen, es gibt relativ wenig Ressourcen momentan, ist das, denke ich, eine mögliche Alternative. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja, okay. Wenn wir dann von den Masken noch sprechen, wir wollen natürlich damit auch ein bisschen ressourcensparend umgehen. Das Praktische ist, diese Tauchmasken und auch die Face Shields, die werden desinfizierbar sein. Und damit wir nicht unbedingt auch das ganze Desinfektionsmittel verbrauchen, sind die Schnorchelmasken und die Adapter sind bei 100 Grad in kochendem Wasser desinfizierbar. Ist ja auch eine praktische Sache. 100 Grad heißes Wasser können wir überall in nahezu unbegrenzter Menge herstellen. Dann müssen wir auch kein Desinfektionsmittel verbrauchen. Ja. Wenn ihr jetzt noch in einer Organisation seid und habt einen 3D-Drucker, oder ihr habt euch noch nicht irgendwie organisiert, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir versuchen das so ein bisschen zu koordinieren. Es gibt auch mittlerweile eine Datenbank, die gepflegt ist, wo die ganzen Leute drin gespeichert sind. Und wer da unterstützen möchte, kann gerne sich bei uns melden. Es gibt auch andere Initiativen, zum Beispiel Maker versus Virus. Die sind auch schon im Saarland ein bisschen aktiv. Da weiß ich aktuell nicht, wie viele das sind. Die arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Es wird versucht, mit den Face Shields und den Adaptern die möglichst günstig herzustellen. Und natürlich wird das alles irgendwie so zum Selbstkostenpreis gemacht. Da verdient niemand was dran. Wir müssen halt nur gucken, wie wir das Druckmaterial, also den Kunststoff, wo wir den herbekommen, und den müssen wir halt auch irgendwie refinanzieren können. Ne? Genau. Okay. Okay. Ja, wir haben einen Kommentar bekommen, gerade noch zu den Masken. Aktuell die Nachricht vom DRK und vom Zweckverband. Aktuell haben wir genügend Masken.
Wir wissen allerdings aber nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Und deswegen planen wir so ein bisschen in die Zukunft, damit wir uns nicht von einer Maskenknappheit überraschen lassen. Be Das kam prepared. genau, das kam gerade als Kommentar noch rein. Aktuell ist die Lage noch in Ordnung. Wir haben aktuell ausreichend Masken, aber das könnte sich natürlich auch jederzeit ändern. Wir hören ja aus den Medien tagtäglich, dass überall Masken fehlen und da wollen wir halt vorbereitet sein, Okay. damit wir hier eine klare und sichere Lage haben. Okay, die zweite Nachricht ist auch schon reingekommen als Mail. Nein, das sind keine Tauchermasken, das sind Schnorchelmasken, wurde uns gerade schon gepostet. Das ist richtig. Ich kenne mich beim Tauchen und beim Schnorcheln auch nicht so aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht weiter wichtig. Aber danke für die Korrektur. Wir kümmern uns weiter auch so ein bisschen wissenschaftlich um dieses Thema, um vorbereitet zu sein. Genau. Okay, dann kommen wir, glaube ich, von dem News-Thema 3D-Druck, kommen wir, glaube ich, zu einem weiteren Thema, wo wir eigentlich auch sagen können, dass wir nicht untätig rumsitzen aktuell. Seit gestern Morgen sind wir nicht nur Rettungsdienstschule, sondern im Prinzip kann man sagen, wir sind auch Rettungswache, Ja, schon. weil wir seit gestern Morgen auch einen eigenen RTW besetzen. Das ist ein bisschen besonderer RTW. Mike, vielleicht kannst du da zwei, drei Worte dazu sagen. Ja, die Idee, die dahinter steckte, war eigentlich, dass es ja aktuell aufgrund der vielen Corona-Transporte, die wir haben, auch zu natürlich vermehrten Desinfektionszeiten und somit zu Ausfallzeiten kommt. Und um dem entgegenzuwirken, hatten wir uns gedacht, wir könnten ja auch mit unserem Personal einen, ja, wenn man so will, Bedarfs-RTW der Rettungsdienstschule stellen. Damit sind wir jetzt in Absprache mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung und mit der Rettungsleitstelle so verblieben, dass wir gestern und heute mal einen ersten Probebetrieb, sozusagen einen ersten Aufschlag machen. Das heißt, wir sind saarlandweit einsetzbar und wenn es sich irgendwo abzeichnet, dass ein Rettungswagen mit Covid-19 transportiert oder alarmiert wird, und dann würden wir dorthin fahren und die Gebietsabdeckung sicherstellen. Und je nachdem können wir natürlich auch ins reguläre Einsatzgeschehen von hier aus von Neuweiler eingreifen. Dazu haben wir uns jetzt ja einen Plan zurechtgelegt, wie wir den RTW natürlich voll ausgestattet, gemäß, ja, da sieht man schon das erste Foto, gemäß der DIN, der EN 1780, wie wir den ausstatten können, wie wir den besetzen können, auch gemäß SRTG. Und das ist jetzt für die nächste Zeit auch gewährleistet. Sozusagen ist der Modellversuch jetzt gut gestartet und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze etabliert. Ja, die Kollegen sind schon hier draußen. Ich glaube, eben hat auch schon das Telefon zum ersten Mal für heute wieder geklingelt. Das heißt, die werden sicherlich auch wieder ein bisschen was zu tun haben. Ne? Genau. Problem sind ja einfach die langen Desinfektionszeiten. Genau. Schauen wir mal, wie sich das noch weiter so ergibt. Bisher ist es ja so ein Test, um mal zu gucken, wie funktioniert denn das. Okay, das zu unserem RTW. Genau, Bildchen haben wir euch auch schon gezeigt. Also wir sind für euch einsatzbereit. Und damit kommen wir, glaube ich, auch aus unserem Newsblock schon zum letzten Punkt. Ja? Wir wollen einmal noch ein paar Grüße rausschicken, einmal an die Feuerwehr Dudweiler, die haben uns nämlich kontaktiert. Die haben sich über unser letztes Video zum Thema Hygiene bei Covid nämlich gefreut und wollen das jetzt auch zu Schulungszwecken verwenden. Ja, schöne Grüße dorthin, auch an die Kollegen von der Leitstelle. Und heute schaut übrigens auch die Rettungswache Saarlouis zu, da auch nochmal ganz nette Grüße hin. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen letzten News-Thema, was wir jetzt hier noch haben. Und zwar möchten wir in einer der nächsten Folgen Fenster Evidenz, wollen wir für euch noch
so ein bisschen was aufarbeiten. Ja, und das ist ein aktuelles Thema. Es geht so ein bisschen um, dass wir eure Einsatzgeschichten bekommen, so ein bisschen die mir hat mal jemand Gefahrgeschichte, die überall rumgeistert. Und unser Ziel ist es, dass wir solche Geschichten dann so ein kleines bisschen aufarbeiten können, dass wir auch beleuchten können. Ja, das, was ihr gemacht habt, das hat genau gestimmt. Das hat auch was gebracht. Und die Wissenschaft sieht das übrigens genauso. Ja, vielleicht könnt ihr uns da einfach eure Storys von der Rettungswache, vom RTW einfach mal zu uns schicken. Da würden wir uns drüber freuen. Wir würden da gerne eine komplette Folge vielleicht sogar drüber machen. Ja, ja, je nachdem, wie die Rückmeldungen sind, könnten wir uns vorstellen, dass wir es entweder im Newsblog kurz aufnehmen oder eine spezielle Folge dazu machen. Inspiriert wurden wir dazu in Koblenz auf der Ding, als die Kollegen von der Nerdfallmedizin, dieser Stelle recht herzlichen Dank dafür, die Tools der Titanen ausgepackt haben. Also im Prinzip so kleine Erfolgssachen, die jeder im Einsatz vielleicht anwendet, was auch, wo man sagt, ja, das haben früher die Alten schon so gemacht und es hat immer geholfen, muss auch nicht immer 100% evidenzbasiert sein. Und über solche Tipps und Tricks aus dem Einsatz wären wir von euch auch froh. Da wir es auf Saarland umgemünzt haben, haben wir das die 3S der Notfallmedizin genannt, also spezielle Spezialschmankerl der Notfallmedizin, angelehnt an einen Kommentar vom Höhni, vom Dr. Markus Höhn. Auch dafür vielen Dank für die speziellen Spezialschmankerl. Und ich hoffe, dass wir da relativ viele Rückmeldungen kriegen, die wir dann hier auch gerne aufarbeiten. Sollte es irgendwie mal im Einsatz dazu gekommen sein, dass ein Fehler passiert ist im Sinne von einem Critical Incident Reporting System, also diesem CIRS-System, ja, würden wir das auch gerne aufarbeiten, und zwar mit dem Hintergrund, nicht um hier irgendeinen bloßzustellen oder zu sagen, da ist jetzt was total Blödes passiert, sondern um einen Fehler rein sachlich zu beleuchten, in der Hoffnung, dass in der Folge diese Fehler einfach nicht mehr passieren würden. Genau. Aus einem Fehler sollen viele, viele Kollegen dann halt auch mal lernen können. Natürlich machen wir das vollkommen anonym. Höchstens geht ein Gruß an den raus, der uns den Fall schickt. Aber auch nur, wenn das gewünscht ist. Wenn das gewünscht ist, klar, ja. Aber im Moment sollen wir so viele Leute hier einen Gruß rausschicken. Machen wir gerne, ja. Genau. Also schickt uns eure Geschichten, da würden wir uns drüber freuen, und das würden wir in einer der nächsten Folgen dann auch definitiv einbauen. Genau. Dann kommen wir mal so langsam hier zurück zu unserem eigentlichen Thema bei Fensterevidenz. Ja. Ich habe nämlich schon gehört, die Völklinger, der Fanclub vom Christoph, die vermissen ihren Christoph. Ja, schöne Grüße an die Völklinger. Danke, Jendrik, für den Kommentar. Wir haben heute wieder Gäste im Studio sozusagen. Mike, du bist schon bekannt. Christian, du bist zum ersten Mal heute hier bei Fensterevidenz. Kannst du dich kurz noch mit zwei Worten vorstellen? Was machst du bei uns in der Schule? Genau, dann einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Christian Koop. Die meisten Azubis sollten mich mittlerweile mal gesehen haben. Ja, bin hier seit einigen Jahren an der Schule fest angestellt als Dozent, bin Notfallsanitäter, Praxisanleiter und bin so ein bisschen auf der Rettungswache in Sulzbach groß geworden. Das ist so meine Stammwache und versuchte auch natürlich regelmäßig noch ein bisschen Dienste zu fahren. Bin aber auch gerne dazu bereit, auch mal andere Landkreise oder sowas kennenzulernen. Und von daher freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Bin leider nicht der Christoph, ja. Aber ich denke, ich versuche ihn einigermaßen gut zu vertreten. Er sitzt nämlich heute auf dem RTW. Alles klar. Wir haben schon die erste Nachfrage von Crow2409. Dankeschön. Auch in Vergessenheit geratene Methoden und Materialien? Ja, ganz definitiv. Ja. Egal, warum die jetzt in Vergessenheit geraten sind, interessiert uns das. Und wir würden uns auch drum kümmern, oder auch so ein bisschen recherchieren, warum wird das nicht mehr verwendet, beziehungsweise ist es vielleicht eine Alternative, das wieder einzuführen. Ja? Oder macht es vielleicht auch Sinn, über die Einführung nochmal nachzudenken. Genau. Also der Wendeltubus hat ja auch aktuell so eine Renaissance, wenn man so will. Ja, ja.
die Renaissance des Wendeltubus. Ja. Auch eine schöne Formulierung. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Thema. Wir hatten euch letzte Woche angekündigt, dass wir was zur Intensivmedizin machen wollen. Gerade zum aktuellen allgegenwärtigen Thema Covid. So ein bisschen ARDS-Behandlung, Intensivmedizin, Beatmung, Lungenprotektiv und ECMO vielleicht noch, gerade rund um das Thema SARS-Coronavirus. Das ist diese Woche leider nicht möglich. Es ist aktuell aus bekannten Gründen vielleicht auch schlecht möglich, einen Intensivmediziner hier zu uns ins Studio zu bekommen. Die sind natürlich alle auf den Intensivstationen eingespannt. Wir versuchen das noch zeitnah für euch umzusetzen. Deswegen haben wir jetzt mal zur Abwechslung ein ganz anderes Thema ausgesucht, Anaphylaxie und allergische Reaktion. Und auch da gibt es, glaube ich, einen aktuellen Bezug dazu. Also wenn wir die letzten 2-3 Tage so ein bisschen draußen oder rausgeschaut haben, wir sind ja alle zu Hause, dann ist, glaube ich, den meisten aufgefallen, dass in der Natur jetzt so ein bisschen mehr Aktivität herrscht, ja. Hier bei uns am Schulgebäude sieht man es immer, die Eichhörnchen werden gerade aktiv und hüpfen vor den Fenstern rum und die Bäume fangen an zu blühen. Ja, es fängt also der Frühling an. Ich merke das auch so ein bisschen, die Nase fängt an zu jucken. Ja, und deswegen wollen wir uns heute in dieser Folge so ein bisschen mit dem Thema Allergie und Anaphylaxie beschäftigen. Ja. So unter dem Motto von der juckenden Nase zur Reanimation. Wollen wir mal ein bisschen klären, gibt es da einen Zusammenhang und nur wenn mir die Nase juckt, bin ich nicht gleich reanimationspflichtig. Das ist so ein bisschen unser Thema, was wir heute so ein bisschen beleuchten wollen. Dazu haben wir ein bisschen was vorbereitet für euch. Aktuell haben wir noch die Links nicht unten in der Videobeschreibung. Die kommen, ja, die werden wir so in der Viertelstunde nach der Live-Show werden wir die direkt einstellen. Die sind schon vorbereitet. Und wenn ihr Fragen zwischendurch habt, immer her damit. Wir haben extra alles Mögliche vorbereitet, damit wir so ziemlich auf jede Frage irgendwie antworten können. Also nur her mit euren Fragen. Okay. Wenn wir so ein bisschen in das Thema allergische Reaktion einsteigen wollen, dann müssen wir, glaube ich, mal ganz vorne anfangen. Ja, wenn wir gerade gesagt haben, wir sind im Frühling, die Zahl der Allergiker ist recht hoch und die Leute mit den Beschwerden, ja, die werden jetzt auch wieder aktiv. Ist vielleicht ganz interessant, dass man im Moment auch sagt, das koppelt sich vielleicht gerade ein bisschen mit Coronavirus. Ja. Patienten, die jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen, ne, Nase läuft oder die Augen jucken, Nase brennt, Augen brennen, Nase juckt und sowas. Respiratorische Probleme. Ja. Ja, da werden wir auf die Differentialdiagnostik gleich auch noch ein bisschen eingehen. Aber zuerst würde ich gerne mal so ein bisschen klären, ja, wir haben jetzt Allergie und Anaphylaxie. Können wir das irgendwie ein bisschen trennen? Wo fängt die Anaphylaxie an? Wo hört die Allergie auf? Ja. Christian, magst du? Ja, also das ist eigentlich relativ schwierig voneinander zu trennen. Es gibt für die Anaphylaxie verschiedene Definitionen, die sind auch der ganzen Welt nicht genau geregelt. Und deswegen ist es auch unglaublich schwierig, da wirklich auch Werte zu bekommen oder zu sagen, okay, genau ab diesem Zeitpunkt ist es eine Anaphylaxie. Klar haben wir bekannt die systemischen Auswirkungen, gerade in den höheren Bereichen der Anaphylaxie. Aber wann jetzt genau dieser Übertritt stattfindet von einer regulären Allergie wirklich zur Anaphylaxie, das ist ein relativ schlecht definierter Bereich. Ja. Ja. Deswegen gibt es da auch ganz, ganz wenige Datenlagen dazu. Können wir das denn so mal grob zusammenfassen, dass wir sagen, die allergische Reaktion ist erstmal so eine allgemeine Reaktion und die Anaphylaxie ist dann eine definitiv akute Form? Genau, richtig. Also viele Leute, die eine Allergie haben, eine allergische Reaktion haben, haben diese klassischen Symptome, Nase läuft, also jetzt gerade in den Zeiten, wo alles blüht, die Augen jucken, das wäre jetzt noch laut Definition keine Anaphylaxie. Genau. Ne? Ja. Aber wenn das jetzt natürlich kann auch eine richtig schwere Anaphylaxie genau mit dem Symptomkomplex beginnen, ja, dass es irgendwie ein bisschen anfängt auf der Haut zu jucken oder sowas, dass es vielleicht auch im Magen-Darm-Bereich Probleme gibt und dann aber irgendwann kommen wir eben in den Bereich, wo es dann wirklich Auswirkungen auf Organsysteme hat. Also ist die allergische Reaktion auch so immer so ein bisschen die Grundlage.
Ja, definitiv, ja. Ursache. Klar, sicher, genau. Ja, auf dem für eine darauf möglicherweise folgende Anaphylaxie. Ja. Genau. Das ist ja vielleicht das, was wir so ein bisschen zusammenfassen können, dass wir sagen, allergische Reaktion ist die Grundlage, eine Immunreaktion, ist das richtig? Ja, genau, richtig. Okay, und wenn es dann akut wird, dann sind wir im Bereich der Anaphylaxie. Ja, im Prinzip ja jede systemische Hypersensitivitätsreaktion des Körpers. Und wenn man in die ins ERC-Manual guckt und dann sieht man, dass dort beschrieben ist, dass es eine schwere, lebensbedrohliche, generalisierte oder systemische Hypersensitivitätsreaktion sein muss. Und ich glaube, so als Faustformel kann man sich mitnehmen, je schneller die Entwicklung, die Symptomentwicklung und die Entwicklung von ABC-Problemen ist, desto schwerer ist die Reaktion. Also dann auch beginnend bei der allergischen Reaktion und übergehend zur akuten Situation im Rahmen der Anaphylaxie dann. Genau. Es ist halt so, wie Christian eben gesagt hat, man kann halt nicht sagen, genau ab dem Zeitpunkt ist es eine anaphylaktische Reaktion definiert und genau ab dem Zeitpunkt ist es halt keine mehr. Man hat so ein paar Zahlen dazu, deshalb ja bei uns auch immer, ja, ganz interessant, die Schwere der Fortschreitung oder der Schweregrad nimmt zu und vielleicht so als, ja, auch als Faustformel kann man sich da auch mitnehmen, wenn wir Nahrungsmittelunverträglichkeitsreaktionen haben. Und dann sind wir im Bereich von 30 bis 35 Minuten. Okay. Und in dem Bereich hätten wir schwere Reaktionen zu erwarten. Das ist natürlich, geht natürlich nicht mit einher mit, ich esse was und habe dann mal Durchfall oder es juckt mich irgendwie oder ich krieg Ausschlag, sondern wirklich die schweren Reaktionen, die teilweise auch letal enden. Wenn wir im Insektenstichbereich unterwegs sind, wären wir zwischen 10 und 15 Minuten. Da gehen wir jetzt, sorry, dass ich dich unterbreche, da gehen wir jetzt von sowas wie Wespenstich aus, ne? Genau, ja. Wo halt ein Wespenstich halt von einer lokalen Reaktion dann auch ganz schnell systemisch wird. Ja, das kenne ich. Und das andere wäre die IV-Applikation von Medikamenten. Okay. Da wären wir im Bereich von 5 Minuten, wo wir dann wirklich extreme gesundheitliche Schäden haben. Das wäre so das Stichwort Kontrastmittel, ne? Entweder Kontrastmittel oder halt auch im Rahmen von einer Lokalanästhesie oder so irgendwas, dass wir dazu, wie gesagt, medikamentösen Überreaktionen gehen. Was auch wohl nachgewiesen ist, dass es keine Fälle gibt, wo wir aufgrund von medizinischer Applikation oder Medikamentenapplikation einen Todeseintritt nach 6 Stunden haben. Also das heißt, wenn man sagt, wir haben vorgestern irgendwas eingenommen und jetzt extrem allergisch reagiert, das ist also die Wahrscheinlichkeit geht da gegen null. Okay. Eine große Quelle, die wir heute verwenden werden, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Ja. Die können wir gerne auch verlinken, aber die ist öffentlich zugänglich für jedermann. Wir arbeiten heute ganz viel mit den ERC-Leitlinien, weil die ERC beschäftigt sich ja auch ganz, ganz intensiv mit der Anaphylaxie. Deswegen erste Quellennotiz sozusagen wäre bei uns heute definitiv die ERC-Leitlinie. Ja, genau. Okay. Also haben wir jetzt so ein bisschen, vielleicht konnten wir gleich gerade so ein bisschen darstellen, dass wir sagen, von der allgemeinen Immunreaktion kommen wir, ein Kommentar reingekommen, komme ich gleich dazu. Von der Immunreaktion im Rahmen der allergischen Reaktion geht es dann weiter zu einer akuten Form der Anaphylaxie und wir haben je nach Eintrittsweg, nenne ich das jetzt mal, in den Körper, ob IV, ob durch die Haut oder sonst irgendwie oral, ja, wenn man genau Nüsse zum Beispiel isst oder sowas, haben wir auch unterschiedliche Verläufe, auf die wir vielleicht auch eingehen sollten. Ja. Genau, auch so banale Mückenstiche, die ja eigentlich jeder kennt, das ist ja eigentlich auch eine allergische Reaktion, so lokal halt begrenzt. Also man hatte auch in Studien und sowas, Statista und sowas gibt ja relativ viel her vom Statistischen Bundesamt, die nennen Zahlen, dass eigentlich 20-30% der Bundesbürger in der Bundesrepublik Deutschland wirklich allergische Reaktionen zeigen oder auf irgendwelche Allergien definitiv entwickeln. Da gab es auch eine relativ schöne Studie von Bergmann et al. Von der Charité in Berlin. Kommt unten in die Beschreibung rein. Die haben 8000 Teilnehmer mal getestet.
und haben denen so ein Gemisch zugeführt, verschiedene inhalative Allergiker, also verschiedene Sachen, auf die wirklich die Leute relativ viel allergisch sind. Und bei denen kam raus, dass 50% dieser 8000 Patienten wirklich eine Allergie oder Antigene im Endeffekt oder Antikörper nachweisbar waren im Serum. Ja, das heißt, also man geht von 30% aus, aber vermutlich ist die Zahl wirklich noch wesentlich höher. Ja. Okay, jetzt hast du schon über Antigene gesprochen. Wir wollen uns mal ganz kurz so ein bisschen anschauen, was für Reaktionen gibt es denn eigentlich? Und wenn wir jetzt am Anfang mit der allergischen Reaktion so ein bisschen beginnen. Also ich kenne die Typ-1-Reaktion, also diese Sofortreaktion. Das ist eigentlich das, womit wir ja kontinuierlich oder regelmäßig in Kontakt kommen, ja, im Einsatz. Es gibt aber noch andere Arten von anaphylaktischen allergischen Reaktionen. Vielleicht können wir da kurz mal drauf eingehen, Christian. Ja, genau. So Typ 2, Typ 3, Typ 4, das ist so eine Definition. Kums und Gell heißt sie, glaube ich, ne? Genau, richtig. Also Kums und Gell, die haben damals eben diese vier Typen dargestellt oder einfach deklariert, was fällt da drunter. Dieser Typ 1, wie Jan schon gesagt hat, ist halt dieser Soforttyp, der sehr gut erforscht ist und wo man auch sehr viel drüber weiß, der eigentlich so das Gängigste ist. Und dann gibt es noch den Typ 2, 3 und 4. Typ 2 und 3 sind eher sehr, sehr seltene Reaktionen, die auftreten. Das heißt, der Typ 2, das ist der zytotoxische Typ. Das tritt zum Beispiel auf, wenn ich eine Bluttransfusion oder sowas bekomme und dann wirklich das Immunsystem anfängt, gegen meine körpereigenen Zellen zu arbeiten, weil eben sich Antigene auf der Zelloberfläche befinden. Das spielt also da, auch wenn wir gerade über allergische Reaktionen sprechen, ist das die Reaktion? Ja, natürlich, genau, richtig. Genau. Also relativ selten, deswegen das ist für uns auch präklinisch eher nicht so groß relevant, also immer noch dieser Typ 1 vorrangig. Dann haben wir diesen Typ 3, das ist so eine Immunkomplexreaktion. Das heißt, wir haben Antigene, die im Körper rumschwirren, irgendwo in der Blutbahn sind. Und da kommen natürlich Antikörper, die diese Antigene erkennen können. Und die bilden dann Komplexe aus. Die sind relativ groß und die setzen sich dann irgendwann auch im Gewebe fest. Okay. Und dann passiert natürlich ganz normal, dann kommt eben so ein verschiedene Komplementsysteme zum Tragen, verschiedene Teile vom Immunsystem kommen zum Tragen, was natürlich dann im Endeffekt zum Auflösen dieses Komplexes führt. Ja. Das Problem ist halt, weil der im Gewebe sitzt, kommt es natürlich dann dort zu Leckagen in dem Gewebe. Ja? Und das äußert sich dann bei den Patienten halt meistens in Teilen vom Gefäßsystem, die relativ klein sind. Das wäre dann klassisch halt so eine Glomerulonephritis, die irgendwie auftritt, wo man gar nicht weiß, wo die herkommt. Ne? Mhm. Also wenn es immer wieder kommt, dann wäre das so ein Anzeichen dafür, dass ein Patient vielleicht eine Typ 3 Allergie haben könnte. Aber auch, wie gesagt, eher relativ selten. Ja? Und der Typ 4, das ist so ein bisschen Spezialtyp. Das wäre so klassisch dieser Spättyp. Der tritt oftmals erst nach 24 bis 72 Stunden auf. Das ist so dieses Kontaktekzem, was man kennt. Also ein bisschen Nickelallergie, irgendwie so ein Ohrstecker auf dem Billigbazar gekauft oder sowas. Dann doch irgendwie 2 Tage später festgestellt, dass das Ohr doch ein bisschen dezent anders aussieht, als es vorher war. Es ist nicht über Antikörper vermittelt, sondern wirklich eben direkt eine T-Zell vermittelte Reaktion, was im Endeffekt halt dann zu einer Zelllyse und wieder zum Anschwellen vom Gewebe führt. Also diese drei verschiedenen Typen, 2, 3 und 4, relativ selten, präklinisch nicht so relevant wie der Typ 1. Ja, deswegen haben wir uns auch hier, hauptsächlich befassen wir uns einfach mit der Typ 1-Reaktion, weil die anderen drei sollten wir mal gehört haben, dass es die irgendwie gibt. Aber für uns präklinisch relevant immer noch der Soforttyp für die Therapie. Ja, manchmal kommt es ja auch zur akuten Nickelreaktion, je nachdem, mit wem man zu tun hat. Ne? Ja, das hält dann wahrscheinlich länger wie 72 Stunden, das ist das Problem. Ja. Das ist dann eine andere Art von Nickel. Ne? Okay, gerade nochmal als Hinweis, da wurden wir wohl danach nochmal gefragt, wie ist denn nochmal die WhatsApp- und Telegram-Nummer? Haben wir unten nochmal eingeblendet. Kommentare per WhatsApp landen quasi direkt bei uns hier im Studio. Können wir direkt hier mit Fragen können wir direkt mit einbauen. Okay, jetzt haben wir aber gerade schon gesagt, Typ 2, 3 und 4 bei der allergischen Reaktion, die begegnen uns präklinisch nicht so häufig.
aber Typ 1 ist für uns das Relevante. Dann genau. Bin ich ja der Meinung, sollten wir uns den Typ 1, die Sofortreaktion mal ein bisschen genauer angucken. Was passiert denn da? Das brauchen wir ja bestimmt auch gleich, wenn wir uns über, sagen wir mal, Medikamente unterhalten wollen, oder? Genau, richtig. Also Typ 1-Reaktion ist meistens mit einer vorangegangenen Sensibilisierung. Das heißt, ich nehme jetzt irgendein Medikament zum Beispiel das erste Mal ein. Mein Körper bildet auf dieses Medikament, also dieses Antigen, was in den Körper kommt, bildet der Körper Antikörper, die genau spezialisiert auf dieses Medikament sind. Da der Körper immer bei einer Allergie eben ein bisschen überreagiert, ja, genau auf dieses Medikament dann eben, haben wir das Problem, dass sich auf den Mastzellen und Basophil-Granulozyten diese Antikörper extrem stark ansammeln. Ja, und wenn jetzt nochmal zum zweiten Mal, meistens dauert das so 5 bis 10 Tage, bis man wirklich sensibilisiert ist, manchmal auch nur 24 Stunden, das kommt immer drauf an, kommt es eben dann dazu, dass dieses Antigen nochmal in den Körper kommt, ja, an so eine Mastzelle andockt, über die Antikörper und dann so ein sogenanntes Crosslinking entsteht, also so eine Art Bridging über zwei Antikörper drüber. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass dieser basophile Granulozyt oder diese Mastzelle eben massiv Histamin oder proinflammatorische Stoffe ausschüttet, die uns dann im Endeffekt genau diese systemischen Reaktionen machen, weil Histamin, wissen wir ja, relativ stark für die Vasodilatation zuständig oder verantwortlich. Ja, und deswegen ist es so ein bisschen die Pathophysiologie da hinten dran. Also eine Sache hat mich jetzt gerade mal direkt so ein kleiner Aha-Moment, ne, wo du gerade erzählt hast, wenn eine allergische Reaktion auftritt, dann ist das oft nicht der Erstkontakt, sondern es hat vorher schon irgendwann in Kontakt gegeben, es wurden Antikörper gebildet und wenn ich dann nochmal mit dem Material, sage ich jetzt mal, in Kontakt komme, dann kommt es zur Reaktion. Genau, ja, richtig. Ja. Das ist, glaube ich, was Wichtiges, was wir auch für die Anamnese so ein bisschen beachten könnten oder uns nochmal so ein bisschen im Gedächtnis verankern können, dass wir, wenn wir nachfragen, ja, was haben Sie denn zum ersten Mal gegessen oder so, es muss gar nicht zum ersten Mal gegessen worden sein, sondern vielleicht gestern oder vorgestern zum ersten Mal gegessen. Genau. Und jetzt tritt erst die allergische Reaktion auf. Also gerade bei Medikamenten ist es relativ häufig so, dass man so hört, naja, gestern hat das erste Mal das Medikament genommen, am zweiten Tag dann schon, also nach nicht mal 24 Stunden, ist dann wirklich der Patient hochallergisch auf das Medikament. Ja. Ja. Christoph schaut übrigens auch gerade zu und er hat gesagt, liebe Grüße an seine Hooligans aus Völklingen und schöne Grüße an dich, Christian, du wärst eine würdige Vertretung. Der Michels grüßt vom 2231, das ist unser Funkrufname für den Schul-RTW, für den Bereitschafts-RTW, wie wir ihn jetzt nennen wollen. Gut. Okay, also der Soforttyp oder die Typ 1-Reaktion haben wir, glaube ich, jetzt mal ganz gut so ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen dargestellt. Dann können wir, glaube ich, jetzt mal noch so einen kleinen Ausflug machen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, also ich habe so auch die ein oder andere Allergie. Und vielleicht kannst du mir das so ein bisschen erklären. Kiwi, Banane und Avocado. Die Allergien habe ich. Genau. Es gibt Kreuzallergien. Ja, das sind erstmal irgendwelche Lebensmittel oder Stoffe, die primär gar nichts miteinander zu tun haben. Mir ist halt klar, Kiwi, Banane, Avocado, das sind alles irgendwelche Früchte, ja, klar. Trotzdem sollte man da bedenken, da gibt es, gerade wenn man auf diese drei Sachen allergisch reagiert, in welchem Maße jetzt auch immer, sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten, denn das könnte jetzt vielleicht für manche Einsatzgeschehen ein bisschen relevant sein. Oh. Ja, gehen wir mal so ein bisschen. Wir sind auch wieder live hier. Diesmal hat es auch geklappt. Ich denke oder ich hoffe, ihr könnt uns auch wieder gut hören. Und wir sind eben stehen geblieben beim Thema Allergie und wollen uns jetzt so ein bisschen an den Übergang wagen zum Thema Anaphylaxie. Bevor wir das vielleicht noch machen, ein Thema ist eben noch gefragt. Ein Thema ist eben nämlich noch gefragt worden. Wie sieht's aus mit Allergietests?
Also ich kenne das auch mit dem Allergietest. Ich habe da immer so Punkte auf den Arm bekommen und dann hat sich da entweder was gezeigt oder nicht. Gibt es da irgendwie großartig Aussagekraft dann dazu? Genau, also es gibt so ein paar verschiedene Tests, hat vielleicht der eine oder andere, wie jetzt Jan schon mal erlebt oder mitgemacht. Es gibt so einen Epikutan-Test, da wird einfach eine Testlösung circa 20 Minuten auf die Haut aufgetragen. Das kann auch bis zu 48 Stunden draufbleiben. Da guckt man halt, ob es irgendwelche Reaktionen der Haut gibt. Dann gibt's aber auch noch den sogenannten Prick-Test. Da geht's dann schon ein bisschen härter zu. Da wird ein Tropfen von der Testlösung, die halt genau definiert ist, wie die sein muss, diese Testlösung, wo halt ein Allergen drin ist, wird auf die Haut geträufelt und dann wird mit einer Lanzette wird durch die Haut durchgestochen. Und dann guckt man eben, ob es dann irgendwelche Reaktionen darauf gibt. Als weitere Möglichkeit gibt es noch einen Intrakutan-Test, also wird dann einfach unter die Haut ein bisschen diese Lösung gespritzt, so eine Quaddel wird erzeugt und dann guckt man halt, wie sich die im Laufe der Zeit verändert. Und als letztes gibt es noch diesen sogenannten Scratch-Test, der ist, muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen, und zwar wird da eine 5 mm Hautinzäsion gemacht und darauf wird dann diese Testlösung gegeben. Ja, das Problem ist halt, genau bei diesem Scratch-Test habe ich halt wirklich dann diese schützende Hautschicht umgangen und habe natürlich das Problem, dass wenn der Patient jetzt hochsensibel darauf reagieren sollte, er natürlich dann gegebenenfalls eine anaphylaktische Reaktion zeigen könnte. Und es wird immer gesagt, diese Tests sind relativ sicher, aber es gibt auch Berichte darüber, dass halt Patienten nach so einem relativ einfachen Test an den Reaktionen darauf, also an der anaphylaktischen Reaktion, dann verstorben sind. Mhm. Genau. Deswegen, falls man beim RTW zum Hausarzt kommt oder sowas, kann man sich gerne mal kurz auch dann sagen lassen, was wurden hier für einen Test gemacht? War das ein hochsensibler Test denn wirklich mit Hautinzäsionen oder war es einfach nur lokal auf die Haut aufgetragen? Ja, ich glaube, so war das bei mir auch. Die haben dann so ein bisschen geritzt quasi, eingeritzt, dass man dann dieser Botenstoff oder was auch immer, die dort hatten, haben die dann so ein bisschen in die Haut eingebracht. Wir haben eine Frage zum Thema Abstand von 1,5 Metern. Ja, den halten wir heute nicht ein. Das würde bei uns im Moment auch nichts bringen, weil wir alle auch gestern schon gemeinsam auf dem RTW gesessen haben und sowieso hier gemeinsam arbeiten. Und wenn wir zusammen im RTW fahren, dann denke ich, brauchen wir auch nicht mehr den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, weil wir haben es dann sowieso. Ja, hier im Studio geht es im Moment gerade nicht, deswegen haltet euch bitte trotzdem weiter an die 1,5 Meter Abstand für euch. Aber hier bei uns im Studio können wir es gerade nicht einhalten. Und ich glaube, bei uns ist es auch akut gerade nicht mehr notwendig, wenn wir es... Versuchen wir ja außerhalb vom Studio natürlich auch. Genau, ne? Unser... genau. Mein Mikro muss ein bisschen lauter, wurde gerade geschrieben. Machen wir natürlich. Alles klar. Gut. Dann machen wir doch jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Schwenk. Wir haben jetzt die Grundlage der Allergie eigentlich so ein bisschen abgearbeitet. Und meine Frage ist jetzt so ein bisschen, die Akutform Anaphylaxie beruht ja immer auf einer Allergie. Ja, aber bei dem Typ 1, der Sofortreaktion, gibt es ja auch unterschiedliche Schweregrade. Ja, die kann man ja auch so ein bisschen dem Symptom zuordnen. Deshalb, was sind denn so die klassischen anaphylaktischen Symptome? Ja, also ich denke, wenn wir in Buchstaben nochmal bleiben, und dann ist es immer ganz eindrucksvoll, wenn man sieht, dass man ein akutes A, ein akutes B oder ein akutes C-Problem hat oder halt auch alles zusammen. Oder wenn wir eine lokale Reaktion am Körper haben, die innerhalb von kürzester Zeit systemisch wird. Das heißt, man wird von der Wespe gestochen. Und ich sag mal, im Normalfall hat man dann hier den Stich und der wird ein bisschen rot auch außenrum und dann passiert nichts weiter. Oder man wird halt von der Wespe gestochen und man sieht, dass innerhalb von kürzester Zeit so eine Flaschreaktion entsteht, eine hochgradige Urtikaria, wo wir sehen, dass diese lokale Reaktion relativ schnell systemisch wird. Und dann hätten wir, ja, wie es bei Stadium 1 beschrieben ist, diese Juckreiz, Ödeme, Quaddelbildung, und das dann auch sich schnell ausbreitend über die komplette Haut. Okay. Ah ja, schöne Grüße an Katharina, die Rettungswache 1.5, also hier die Kollegen aus Sulzbach.
und aus Dudweile, die schauen auch zu. Das heißt, schöne Grüße an unsere direkten Nachbarn hier. Wir waren aber eigentlich bei den Symptomen gerade stehen geblieben. Ja? A, B und C Symptomatik hast du so ein bisschen beschrieben. Vielleicht können wir es noch ein bisschen, so ein paar Beispiele vielleicht dazu noch nennen. Also ich denke, was ist denn so der Klassiker? Ich denke, wenn wir uns dem Patienten nähern mit dem sogenannten First Look, und dann werden wir einen Patient vorfinden, der, wenn er in der Akutphase der Anaphylaxie oder im anaphylaktischen Schock bereits ist, wo wir eine Rötung, eine Hautrötung, eine Quaddelbildung sehen. Wir werden aber auch gleichzeitig sehen, dass der Patient schon von der Vigilanz extrem eingeschränkt ist. Wir werden einen Patient sehen, der vielleicht blass ist, der vielleicht kaltschweißig ist, ohne uns dem Patienten genähert zu haben. Mhm. Und eventuell, je nachdem, wie weit das Larynxödem schon fortgeschritten ist, werden wir auch sehen oder werden wir auch hören, dass wir Atemnebengeräusche haben, also im Sinne von expiratorischem oder inspiratorischem Stridor. Okay. Das ist wohl das, was wir beim First Look sehen werden. Und wenn wir dann nach ABCDE vorgehen, werden wir, wenn wir uns die Schleimhäute anschauen im Mund, werden wir eventuell eine Rötung, eine Anschwellung sehen, vielleicht, je nachdem. Vielleicht gerade, wenn man auch was gegessen hat, ne? Oder das Allergen gegessen hat. Genau, ja. Wenn wir mit Nahrungsmitteln arbeiten, da haben wir ja die häufigste Reaktion auf Nüsse oder Nusspräparate. Mhm. Und die zweithäufigste auf Meeresfrüchte, wo wir dann reagieren. Genau, da werden wir eventuell auch blasse Schleimhäute sehen, je nachdem, wie weit fortgeschritten das C-Problem schon ist. Und wir werden vom Hörbefund her, werden wir ex- oder inspiratorischen Stridor hören. Ich denke, bei B, wenn wir uns der Atemfrequenz widmen, aufgrund von voranschreitenden Schock, werden wir einen Patient vorfinden, der, wie sagt man so, schnauft wie Lassie in den besten Zeiten. Ja. Also der im Prinzip mit einer erhöhten Atemfrequenz uns präsentiert als erste Reaktion, wo der Körper halt versucht, dem entgegenzuwirken, also quasi die metabolische Azidose respiratorisch aufzuarbeiten. Dann werden wir bei der Auskultation mit Sicherheit ein ex-inspiratorischen Stridor feststellen oder halt auch beides. Ja. Wir werden, wenn wir uns C widmen, werden wir einen Patient sehen, der blass ist, der kaltschweißig ist, wo wir vermutlich einen schnellen, fadenförmigen Puls haben. Wenn wir ihn peripher noch tasten können, ist das schon mal super. Wenn wir ihn nicht mehr peripher tasten können, müssen wir natürlich sehen, ist der zentral noch tastbar oder ist es vielleicht sogar schon ein Patient, der im Stadium 4 ist, der der reanimationspflichtig ist. Das würden wir ja beim Erstkontakt im Prinzip auch testen müssen. Ja. Jetzt hast du gerade schon was von Stadien gesagt, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Aber wenn ich das so kurz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, A und B, halt irgendein Atemwegs- oder Atemproblem, ja. Und C, ein Schockproblem. Das ist, glaube ich, dass die Symptome, die du gerade geschildert hast, so mit versucht, mit drei Worten zusammenzufassen. Also im Prinzip Dyspnoe mit Hypovolemie. Dyspnoe mit zwei Worten. Genau. Damit auch mit drei, war ja mitten noch dazwischen. Okay. Ich merke mir das übrigens auch immer noch so, dass ich mir denke, die Grenze ist ja eigentlich immer hier unten so im Bereich des Kehlkopfes. Ja? Alles, was oberhalb ist, als A-Problem, macht einen inspiratorischen Stridor. Alles, was Problem hier unten ist, macht einen expiratorischen Stridor. Und am Ende, wenn wir uns über die medikamentöse Therapie noch kurz unterhalten werden, denke ich, können wir darauf nochmal ganz gut zurückkommen. Ja, aber jetzt zu den Graden der Anaphylaxie. Auch bei den Anaphylaxie-Graden gibt es ja 4. Oh, jetzt zeige ich 5, 4. Ja, da müssen wir jetzt nämlich aber sehen. In manchen Literaturen gibt es 5. Aber die sagen halt dann, 5 ist tot. Und in der anderen Literatur sagen die, 4 ist halt die Reanimation. Das kann man also vielleicht so ein bisschen kombinieren, als 1 sehen. Ja? Also wichtig für uns relevant sind ja 4 Grade der Anaphylaxie. Ne? Das können wir ja vielleicht noch einmal für unsere Zuschauer so ein bisschen kurz aufarbeiten. Ne? Christian, 4 Grade, 1 war, weiß ich gerade nicht mehr. Ja, eine 1 ist so ein bisschen diese lokale Reaktion, was Mike schon gesagt hat, was man so ein bisschen am Hauterscheinungsbild sieht, also so ein bisschen Urtikaria-Bildung, Rötung, Juckreiz, so also ein bisschen unspezifische Symptome vielleicht auch sogar, ne, in dem Fall. Im zweiten Grad
da hätten wir dann aber auch schon vielleicht das Ganze etwas systemischer. Da gibt es eine milde Poncho-Konstriktion. Die können eventuell sogar schon mit dem Blutdruck ein bisschen langsam sich, sagen wir mal, der Hypotonie annähern. Das heißt, da haben wir schon eine leichte Kreislaufdysregulation. Auch Magen-Darm-Trakt ist da relativ stark davon betroffen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle kann es da geben. Aber sagen wir mal noch kompensiert. Ne? Noch kompensiert, genau. Ja. Und genau das ist auch dieser, wo wir am Anfang drüber geredet haben, dieses Problem zu sagen, was ist denn noch eine Allergie und was ist denn jetzt die Anaphylaxie, weil genau das ist dieser Scheideweg, wo ich sage, wenn ich jetzt einfach allergisch auf irgendwas bin und aber jetzt nicht einen anaphylaktischen Schock bekomme, ist ja im Prinzip ja mein Hautausschlag nichts, was mich umbringt. Ja? Aber genau das ist das Problem, was uns präklinisch halt auch ein bisschen oder was uns präklinisch beschäftigt, den Patienten zu identifizieren, der von diesem Grad 2, wo es nur einigermaßen beherrschbar ist, dann in den Grad 3 überwandert. Weil der dritte Grad ist dann wirklich maximale Kreislaufdekompensation, also Hypotonie, Bronchoobstruktion, wirklich schwerste Symptomatik, wo wir auch dann sehr, sehr schnell medikamentös eingreifen müssen bei so einem Patienten, weil dieser Weg in den Grad 4, also in die Reanimation, was Merkel schon gesagt hat am Anfang mit, gerade wenn das eine Reaktion auf Medikamente ist, vielleicht auch von uns gegebene Medikamente, 5 Minuten von Grad 1 bis tot, das geht schnell. Das ist relativ zackig, ne? Und deswegen muss man wirklich gucken, dass man so einen Patient schon identifiziert, der im Grad 2 ist und wirklich sagt, okay, der entwickelt schon langsam Symptome Richtung Grad 3 und den relativ zeitnah versucht, medikamentös abzufangen. Ich glaube auch, was es uns schwierig macht, dieses Chamäleon der Anaphylaxie dann letzten Endes zu identifizieren, ist, dass wir nicht sagen können, der muss immer alle Symptome auch haben. Wir haben circa 20% von den akuten anaphylaktischen Reaktionen, die überhaupt gar keine Hautreaktion zeigen. Das heißt, dort würde man im Prinzip nur einen hypovolemen Patienten vorfinden und wüsste noch gar nicht genau, warum ist denn das überhaupt so? Okay. Also muss ich jetzt aber auch so ein bisschen dann jetzt erwidern, das bedeutet, da muss man zusätzlich zur Untersuchung mit Untersuchungsschemata, da musst du auch ein bisschen Erfahrung dann reinfließen, ne? Dass man dann den klinischen Blick einsetzt, dass man, wo man schon reinguckt und dann sagt so, und dann schon denkt, ach du Scheiße. Ja, das ist, glaube ich, ein guter. Oh mein Gott, positiv oder oh mein Gott negativ. Oh mein Gott, positiv oder negativ, genau, das ist, glaube ich, genau das, was ich auch gemeint habe. Aber da hilft uns halt das ABCDE-Schema ja, weil im Prinzip müssen wir ja erstmal gar nicht wissen, um was es sich handelt, sondern wir müssen wissen, wir haben ein A-Problem und das müssen wir behandeln. Ja, aber so diese Grenze, ja, was der Christian gerade gesagt hat, wo man dann sagt, wo ist denn der Übergang zwischen 2 und 3 und 3 und 4, das ist auch eine Erfahrungssache, ne? Wo man den Patienten dann schon einschätzen kann und dann sich schon denkt, so, jetzt muss ich dem hier aber ein bisschen Gas geben, weil dieser Patient, der braucht jetzt Hilfe und zwar ganz schnell, weil sonst wird es definitiv ganz schlimm gleich. Genau so. Okay. Wenn wir uns jetzt gerade so ein bisschen über die Symptome unterhalten haben, ich glaube, das ist relativ deutlich geworden, kommen wir wieder zurück zu unserer Leitlinie. Ja, wir haben ja eben schon gesagt, die ERC steht ganz massiv im Vordergrund und die ERC bietet uns auch eine Maßnahme an. Ja, und zwar eine Maßnahme steht ja ganz stark im Vordergrund, das ist Adrenalin. Ja, die Adrenalingabe. Viele Allergiker haben ja selbst schon ein Pen, ein Notfallpen auch mit Adrenalin drin. Sollen die auch einsetzen in der Akutphase? Wie können wir das denn so ein bisschen mit der Evidenz auch so ein bisschen belegen? Wann muss das Adrenalin kommen, ne, von zeitlichen Ablauf her. Ich glaube, Dosis müssen wir nur kurz ansprechen, das sollte eigentlich klar sein. Genau, aber bei der ERC steht Adrenalin sehr, sehr, sehr weit im Vordergrund. Was ist da so ein bisschen der Hintergrund dazu? Ja, das Adrenalin, da haben wir ja im Prinzip so, wenn man so will, für die Anaphylaxie die eierlegende Wollmilchsau. Okay. Das ist im Prinzip das Medikament der Wahl und wird auch so in den Leitlinien beschrieben. Es wird aber auch so in den Fachinformationen von dem Medikament beschrieben. Erstaunlicherweise sogar in den Fachinformationen von Soludecortin beschrieben, dass man zuerst Adrenalin einsetzen soll im akuten anaphylaktischen Schock, bevor
wir uns der Gabe von Kortikoiden widmen. Und ich glaube, das zeigt auch den Stellenwert, dass wir das Adrenalin so früh wie möglich einsetzen müssen. Wir haben es die ganze Zeit auch im Zeitalter von Notkompetenz so gemacht, dass wir Adrenalin IV gegeben haben ab dem Stadium 3. Mhm. Aber wie wir jetzt eben aufgearbeitet haben, ist es relativ schwierig zu sagen, ja, was ist ein Stadium 3 und ab wann darf ich es dann geben? Und ein Medikament wie Adrenalin so hochpotent IV zu geben, ohne dass man eine extrem hohe Erfahrung darin hat, also auch eine klinische Erfahrung drin hat, wie jetzt die Intensivmediziner, ist halt relativ schwierig. Dann ist man umgeschwenkt, das wird auch so ein bisschen in den Fachinfos beschrieben, dass wir auf die IM-Gabe gehen sollen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir IM, das Präparat, früher geben können. Wenn wir in der Akutphase sind, brauchen wir dazu auch keinen intravenösen Zugang, der sich ja bei den Kreislaufsituationen vielleicht auch schwieriger etablieren lässt. Man müsste eventuell auch auf über einen IO-Zugang nachdenken. Mhm. Und so ist es einfacher, das Medikament erstmal IM zu verabreichen. Ja. Durch die Vasokonstriktion haben wir natürlich auch eine gewisse Depotwirkung. Also es wird nicht so schnell verstoffwechselt, wie wenn wir es IV verabreichen. Okay. Vielleicht auch ein Vorteil. Und steht damit auch ohne Wirkspitzen dem Kreislauf zur Verfügung. Das sind alles Vorteile der IM-Injektion, sodass man gesagt hat, wenn wir ein A-, B- und oder C-Problem haben oder eine lokale Reaktion systemisch wird und wir haben halt einen Hinweis auf eine anaphylaktische Reaktion und dann würden wir 0,5 Adrenalin, 0 Milligramm Adrenalin IM verabreichen. Okay. Das Ganze in den Oberschenkelmuskel. Da können wir vielleicht später nochmal auf die Punktionsstellen nochmal ganz kurz eingehen. Aber wir würden uns im Prinzip alle Wirkungen vom Adrenalin zunutze machen, dass wir einmal die Vasokonstriktion uns zunutze machen, wir würden uns die Bronchodilatation zunutze machen und dankenswerterweise würden wir uns auch die Blockade der Mastzellen zunutze machen, wobei man sagen muss, das hilft ja ähnlich wie das Fenestil halt auch nur, dass nicht weitere Mediatoren ausgeschüttet werden. Prinzipiell müsste man Fenestil und das Adrenalin für den Fall ja geben, bevor man von der Wespe gestochen wird. Gut, okay, das ist meistens schlecht möglich. Ne? Okay, also wenn wir sagen, die IM-Gabe sagt die IRC frühestmöglich schon einsetzen und wenn wir IM das Ganze geben, haben wir auch eine Art Depotwirkung und wir haben eine nicht so direkte Wirkung. Wenn ich es jetzt IV gebe, dann schlägt es sofort an. Wenn ich es IM gebe, verteilt es sich über einen gewissen Zeitraum und ist vielleicht auch nicht so stark, so nicht so potent, wie wenn wir es IV geben. Ja? Deswegen betont die ERC diese frühzeitige Gabe. Richtig so. Genau. Okay. Also können wir uns so ein bisschen für uns mitnehmen. Wenn wir auch vielleicht noch auf die Verfahrensanweisung ein bisschen eingehen, da kommen wir gleich auch noch zu den Bolusgaben von Flüssigkeit. Aber die Verfahrensanweisung bezieht sich ja eigentlich 1:1 auch auf die ERC-Leitlinie. Somit ist das ja, denke ich, auch leitlinienkonform und genauso sollten wir ja eigentlich auch handeln. Ja? Wo ist denn jetzt so die Grenze zwischen IM und IV zu setzen? Vielleicht können wir das so ein bisschen erörtern. Eine Sache ist ja so ein bisschen die Clinical Practice, dass man sagt, sind wir erfahren im Umgang mit Katecholaminen? Und da muss man ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, muss man eigentlich immer Nein sagen, weil bis auf Adrenalin und vielleicht mal noch so ein bisschen Arterenolperfuse aufziehen, arbeiten wir ja gar nicht so stark mit Katecholaminen. Ja. Auf einer Intensivstation ist das was ganz anderes. Da hängt bei jedem Patienten hängen irgendwie 5 Perfusoren. Wenn es ganz wild ist, dann haben die auch mehr als ein Katecholamin gerade laufen. Da besteht wahrscheinlich deutlich mehr Expertise als bei uns in der Präklinik. Ne? Wo würdet ihr da so ein bisschen das von abhängig machen, wann IV, wann IM? Ja, die Leitlinie ist da, relativ klar. Also auch die S2-Leitlinie zur akuten Anaphylaxie, die sagt auch, wenn wir keine Reanimationspflicht haben, und dann wird im Erstangriff empfohlen, Supra 03 bis 05 IM zu verabreichen. Auch wie du eben sagtest, einhergehend damit, dass viele die
es wissen, dass sie unter anaphylaktischen Reaktionen leiden, dass die auch diese Easy-Inject-Autoinjektoren Genau. haben. Und dort hätten wir ja auch ein Epinephrin-Derivat drin mit 0,3 Genau, ja. Milligramm. Es gibt so Abstufungen 0,125, 0,3, 0,5 Milligramm in den Pens. Muss man aber sagen, die sind manchmal, also die sind relativ teuer und die sind auch nicht lange haltbar. Na? Also für uns im Rettungsdienst ist sowas auch keine Alternative. Ja? Genau. Wir Wir haben sollten das ja von Hand sowieso machen. Suprarenin Genau. dabei. Und wichtig ist hierbei, glaube ich, nur, dass wir es auf keinen Fall verdünnen, wenn wir es IM verabreichen, sondern Ja. dass wir es pur aufziehen. Pur aufziehen, definitiv. Ja. Genau. Also IM steht ganz stark im Fokus. Jetzt steht dann in der Verfahrenseinweisung noch drin, IV ist eine Möglichkeit. Dann müssen wir jetzt aber schon einen Grund finden, wann setzen wir das noch IV ein? Ja, der Vollständigkeit halber. Was würdet ihr sagen? Was wäre denn noch ein Szenario, was man da verwenden könnte? Christian. Also wenn jetzt wirklich ein Patient massiv im Schockgeschehen drin ist, ja, das heißt, er hat eine dekompensierte Kreislaufdysregulation, er ist wirklich so kurz vor letzter Wiese, würde ich jetzt mal sagen. Man hat die Möglichkeit, dem Patienten Kurz vor das letzter ganze Wiese ist gut. IV zu geben. Wie Mike schon gesagt hat, der IV-Zugang muss halt erst auch mal gelegt werden. Das ist das Problem einfach daran. Ja. Wenn ich keinen IV-Zugang kriege und mich dann erst mal 3 Minuten damit aufhalte und habe nur 5 Minuten Zeit, bis einfach Stadium 4 erreicht ist, dann ist mir da extrem viel wertvolle Zeit vergangen. Deswegen, wenn der Zugang möglich ist und der Patient wirklich massiv im Schock ist, dann ist es auch immer eine Erfahrenssache. Ja, das beschreibt ja auch genauso die ERC, dass es wirklich der erfahrene Anwender machen soll. Deswegen ganz, ganz eng auch die Zielgruppe gesetzt. Dann kann man natürlich sagen, okay, ich versuche das mit diesen 50 Mikrogramm Boli IV zu machen. Ja, also Okay. das ist wirklich so ein bisschen auch Erfahrungsschatz, denke ich, spielt da ganz, ganz viel mit, für zu sagen, genau der Patient kriegt das jetzt, der braucht jetzt diese Wirkspitze, der braucht schnell viel. Und dafür ist die Voraussetzung eigentlich, dass ein Zugang fast schon liegt. Okay. Zugang fast schon liegt. Das ist. Gerade und für uns auch als Notfallsanitäter, da sieht man auch vielleicht, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie präventiv im Rahmen Patientensicherheit und Anwendersicherheit wir mit den SOPs arbeiten, die bei uns vom ärztlichen Leiter ja rausgegeben worden sind, also um im Prinzip diese 2C-Maßnahmen zu stützen. In den Fachinfos vom Adrenalin wird zur IV-Gabe empfohlen, dass wir 50 Mikrogramm Boli verabreichen und die Lösung 1 zu 10.000 verdünnen. Und wir haben den Schritt oder in den SOPs ist es so, dass das Ganze nochmal ein bisschen anwendersicherer gemacht wird. Da wird 1 zu 100.000 empfohlen und es wird empfohlen, in 10 Mikrogrammschritten das Ganze langsam zu verabreichen, um auch auf die Maximaldosis zu kommen, aber dort sich eher, ich sag mal, langsamer heranzutitrieren. Also meine Kardiochelamin-Erfahrung deckt das ja auch so ein bisschen, dass man ja sofort einen Wirkeintritt auch wahrnehmen kann. Ja, gerade auf der Intensivstation, wenn man eine arterielle Blutdruckmessung hat, sieht man ja dann sofort, wenn man spritzt, wie sich dann der Blutdruck schon so ein bisschen hebt. Ja, und dann ist es ja auch kein Problem eigentlich, sich an diese Dosierung so ein bisschen ranzutitrieren. Ja. Ich glaube, je weniger Erfahrung man im Umgang mit diesen Medikamenten hat, desto eher sollte man sich langsam daran titrieren. Genau, ja. Und dann auch natürlich die IM-Gabe vor, Klar, definitiv auf jeden Fall. vorziehen. Ja. Also können wir, glaube ich, so ein bisschen sagen, Adrenalin ist definitiv nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern es ist angebracht bei einer Anaphylaxie frühzeitig, möglichst frühzeitig das einzusetzen. Wenn wir noch ganz kurz zu den Zugangswegen kommen, wir haben gesagt, IM haben wir. IV haben wir und wir haben jetzt so ein bisschen die Vorteile von den einzelnen Sachen beleuchtet. IM geht enorm schnell. Ja, IV können wir dann verwenden, wenn es halt wirklich gerade schon kurz vor der Reanimation ist und wenn wir einen Zugang haben. IO war eben noch so ein Stichwort. Und wenn wir jetzt gerade uns über die Zugangswege unterhalten, dann sollten wir uns doch noch auch gerade über das Volumen unterhalten. Ja? Gebe ich meinen Patienten jetzt mit 10 Litern Ringer voll, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen? Ja,
was wird empfohlen? Also ich weiß, was in der Verfahrensanweisung steht, was steht jetzt noch in der weiteren Literatur dazu? Das ist jetzt noch eine interessante Frage, denke ich. Ja, also in der Verfahrensanweisung und auch in der ERC ganz klare Aussage, 500 Milliliter bis 1000 Milliliter als Erstangriff. Da sollte das eigentlich dann mit der medikamentösen Therapie in der Regel ausreichen, den Patienten adäquat zu versorgen. Es gibt aber auch noch weiterführend, dann gibt es eine SK2-Leitlinie von der AWMF zu der Therapie von Anaphylaxie. Mhm. Die sagen, sollte das nicht ausreichen, wäre es möglich, 2 bis 3 Liter Infusionslösung zu geben. Das ist halt dann schon eine Wumme. Ne? Ja, klar, denke ich. Ne? 2 bis 3 Liter, das ist ordentlich. Wir sprechen von kristalloider Lösung. Genau. Ja, immer kristalloide Lösung. Kolloidale Lösungen sind bei der Anaphylaxie kein Thema, muss man ganz klar sagen. Wenn wir uns jetzt noch gerade ein bisschen die Zugangswege dazu nochmal dazu sortieren, haben wir natürlich die Möglichkeit, einen IV-Zugang zu legen. Wie schaut es aus mit dem IO-Zugang? Ist das auch eine Alternative bei der Anaphylaxie oder gibt es Einschränkungen? Unbedingt. Also es gibt keine Einschränkungen im Rahmen der Anaphylaxie. Ganz im Gegenteil, bevor wir ewig lang rummachen mit einem IV-Zugang, ist es natürlich angebracht, direkt einen IO-Zugang zu legen. Wir müssen immer die Durchflussraten natürlich im Auge behalten. Und noch was anderes müssen wir auch im Auge behalten, das ist die Patientenvorgeschichte. Wenn wir mit multimorbiden Patienten arbeiten, müssen wir natürlich im Hinterkopf auch haben, dass wir mit dem Medikament Adrenalin schon eine erhöhte, ich nenne es mal kardiozirkulatorische Komponente produzieren. Und wenn wir den Patienten relativ viel Flüssigkeit anbieten, würden wir natürlich auch das Herz extrem belasten, sodass wir da gucken müssen, dass es so ein bisschen ausgewogen ist. Und ich glaube, diese 500 bis 1000 Milliliter für den Erstangriff, die rühren daher, dass wir so schnell die Flüssigkeit häufig gar nicht in den Patienten reinkriegen. Deshalb auch die S2-Leitlinie ja auch bezogen auf eine weitere Therapie auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern, weil ganz selten werden wir die Patienten so lange präklinisch entweder vor Ort oder im Rettungswagen haben. Ja, okay. Ja. Die IO-Zugänge kann ich ganz normal nach gültigem Standard legen und ich muss auch jetzt nicht irgendwie befürchten, dass ich bezogen auf die Anaphylaxie jetzt irgendwelche weitergehenden Reaktionen darauf habe. Ne? Denke ich, da gibt es aktuell auch nichts, keine Einschränkung vom Hersteller, wäre mir nichts bekannt. Wir haben gerade Grüße von der Rettungswache in Dillingen bekommen. Dankeschön für eure schönen Grüße. Von uns natürlich Grüße zurück an die Rettungswache Dillingen. Christian hat geschrieben, da freuen wir uns drüber. Gehen wir weiter mal bei unserem Thema Anaphylaxie. Genau, beziehungsweise also Durchflussmengen, da waren wir ja nochmal gerade. Ja. Wenn wir sagen, wir müssen dem Patienten 500 bis 1000 Milliliter Infusionslösung zukommen lassen über die komplette Behandlung. Und wenn wir uns vorstellen, Patient im extremen anaphylaktischen Schock, wo es vielleicht auch ganz schwierig ist, einen Zugang zu kriegen, wo wir unter Umständen mit einer Rosa Vigo, mit einem G20-Zugang zufrieden wären, da hätten wir eine Durchflussrate von 60 Milliliter pro Minute. Okay. Das heißt, das ist ja schon dann eine Ansage, wenn wir sagen, wir wollen 1000 Milliliter dann da durchjagen, sodass wir parallel natürlich immer mit dem Supra auch arbeiten können. Ja. Weil man wird sich ja, also es wird ja keiner auf die Idee kommen zu sagen, wir legen jetzt einen Zugang, hängen Infusionslösung dran und warten dann einfach mal ab, was dann passiert, sondern da wird ja parallel ganz viel laufen. Ja. Wie gesagt, wir haben 60 Milliliter Durchflussmenge bei den G20er. Und wenn wir es schaffen, eine grüne zu legen, dann sind wir im Bereich, jetzt je nachdem, ob wir grün lang oder grün kurz verwenden, von 96 bis 103 Milliliter. Okay, das ist ja schon mal eine bessere Ansage. Ich kenne noch den guten Merksatz zu... Ich weiß genau, warum du jetzt schon grinst. Den guten Merksatz zu Orangen-Vico, das kann sich, glaube ich, damit ja auch jeder merken. Ja. Die Orangen-Vico, das sind 330 bis 340 Milliliter pro Minute. Kommt ein bisschen auf den Hersteller an. Das ist genauso wie ein Bier. Ein Stubbi pro Minute. Ne? Ein kleines 0,33er Bier. Ein Stubbi pro Minute. Das ist schon eine ganz schöne Schlagzahl. Das ist eine ganz schöne Schlagzahl. Ne? Genau.
Im Vergleich dazu, ja, die IO-Zugänge sind ja dem relativ gut, ja, eigentlich gut zu vergleichen, würde ich sagen. IO-Zugang, ne? Den man ja generell mit Druckinfusionsmanschette betreiben muss, hätten wir, wenn wir die Markhöhle gut freigesprengt haben, wären wir irgendwo im Bereich zwischen 70 und 100 Milliliter, okay, je nachdem. Und auch je nachdem, ob wir an der unteren Extremität oder am Humeruskopf ja, liegen. Ja, beim Humeruskopf haben wir auch einen sehr, sehr kurzen Weg Richtung Herz, gerade wenn wir darüber auch Katecholamine geben wollen. Die wirken dann sehr, sehr schnell. Da gibt es tolle Szintigraphieaufnahmen und Röntgenkontrastmittelaufnahmen. Das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Okay, also haben wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Volumengabe, 500 bis 1000 Milliliter. Wenn das nicht reicht, wäre mehr möglich. Aber kombinieren sollten wir das natürlich ja immer mit der frühestmöglichen Adrenalingabe. Und mit dieser Kombi, denke ich, werden wir ja auch schon vieles erstmal so abgefangen bekommen. Ja. Je nachdem, wie schwer der Patient jetzt gerade betroffen ist, können wir damit ja, glaube ich, einiges schon ab. Ja, man sieht es auch daran, dass in dem Flowchart der ERC auch die Adrenalingabe relativ hoch angesiedelt ist. Jan, ich weiß, du hast es dabei. Kannst du es gleich mal kurz einblenden? Kommt sofort, ja. Dann verschwende ich mal kurz hier. Ja. Okay, also wenn man im Flowchart jetzt hier oben sieht, dass nach der Hilfe anfordern und Patient flach hinlegen, Beine anheben, also sprich die Trendelenburg-Lagerung, nach dem Chirurgen Friedrich Trendelenburg benannt. Wenn das gemacht ist, dann sollte man Adrenalin verabreichen. Und wenn man dann jetzt weiter unten, man kann es vielleicht hier nicht ganz so klar lesen, wo das graue Kästchen ist und dann wieder grün, das sind die Schritte, die man abarbeiten soll, nummeriert. Und da ist ganz klar Adrenalin Schritt 2, Flüssigkeit Schritt 3. Und alles, was danach kommt, ist, ja, wenn man so will, eigentlich nice to have. Okay. Wichtig, nice to have, aber es ist nicht das, was dem Patienten in der Akutphase das Leben retten wird. Okay. Das bedeutet, anhand von dem Algorithmus können wir nochmal den hohen Stellenwert begründen. Aber man hat vielleicht ja auch gesehen, im Algorithmus sind durchaus auch noch weitergehende Therapiemöglichkeiten aufgeführt. Ja? Wenn wir jetzt vielleicht von der absoluten Primärmedikation jetzt mal noch zu weitergehender Medikation kommen wollen, dann gibt es da ja auch noch ein paar Medikamente, die man eigentlich so aus dem Einsatz kennt man das, ne? Euer allergische Reaktion, zack, machen wir noch einen H1 und einen H2-Blocker da rein. Da wollen wir uns aber jetzt noch, glaube ich, so ganz kurz darum kümmern, was sagt denn da die ERC dazu? Haltet ihr das für sinnvoll oder? Also in den S2-Leitlinien haben wir von Shaw und von Ring et al. Von 2010 schöne Reviews über die Akutphase der allergischen Reaktionen und deren Behandlung. Und da wird auch nochmal ganz klar rausgestellt, dass ein Cortisonpräparat nichts ist, was wir im Erstangriff verwenden, um dem Patienten das Leben zu retten. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Das sagt jetzt nicht nur die ERC, sondern halt auch andere Reviews, andere Arbeiten belegen das ganz deutlich. Wenn wir uns im Bereich H1-Blocker bewegen und dann hätten wir in den ERC-Guidelines die Chlorphenamine genannt. Ja. Die haben wir aber in Deutschland gar nicht zur Verfügung. Ach so, okay, also ich habe mich schon gewundert. Deutschland nicht. Ja. Und ansonsten würden wir Fenestil oder Tavigil beziehungsweise die Dimentidin und Clemastin. Clemastin, ja, also aber wir wollen ja die Wirkstoffe sagen. Das genau, als H1-Blocker. Das sind die H1-Blocker. Die werden dann auch dementsprechend dosiert. Ja, normalerweise, also ich kenne es auch oft aus dem Einsatz so, ah ja, machen wir mal rein, das passt dann schon so. Genau, wenig krank, halbe Ampulle, viel krank, ganz genau, Ampulle. Ja, die einfache Medikamentendosierung. Es gibt aber auch eine fachlich begründete Dosierung. Ne? Also 0,1 pro Kilogramm Körpergewicht steht in im ERC-Flowchart beschrieben und daran sollte man sich dann auch halten. Okay, dürfen Kinder auch H1- und H2-Blocker bekommen? Ja, dürfen auch, nur in einer
natürlich angepassten Dosierung. Angepassten Dosierung 0,03 okay. pro ja. Kilogramm Körpergewicht. Gut. Das bedeutet, wenn wir jetzt so eine kleine Reihenfolge aufbauen wollen, dann haben wir nach der kurzen Initialuntersuchung Adrenalin und Volumen, ja, auch in dieser Reihenfolge. Und dann in der weiteren Abfolge kommen dann H1 und H2 Blocker. Die Chlorphenamine haben wir in Deutschland nicht oder Verfügung, in Deutschland ja. nicht zur Verfügung, in Europa gibt sie. Genau. Wie sieht's mit Cortison aus? Das wäre jetzt vielleicht noch eine interessante Sache. Ja, da ist das Hydrocortison ist empfohlen. Ja. Im Endeffekt soll das einem Patienten also man soll es dem Patienten zulassen oder zukommen lassen, aber auch nicht als Akutmedikament. Also das hat eine Anschlagzeit von Literatur beschrieben von 10 bis 30 Minuten. Mhm. Und deswegen ist es für uns in der Akuttherapie wiederum raus. Das heißt, im günstigsten Fall haben wir den Patienten in 30 Minuten schon in der Klinik. Genau, ne? Richtig. Ja, deswegen ja. trotzdem ist es ein Medikament, das zu den H1-H2-Blocken gegeben werden sollte. Okay. Ne? Natürlich. Ja. Aber als Akutmedikament für uns in dem Sinne, jetzt mal für die primär lebensrettenden Maßnahmen zu ergreifen, nicht relevant. Okay. Ja. Was wollen wir denn damit so ein bisschen bezwecken mit dem Cortison? Damit kann ich ja eigentlich im Prinzip so ganz pauschal gesagt, die Entzündungsreaktion, die Immunreaktion abdämpfen. Ne? Genau. Das bedeutet, du hast eben uns ein bisschen was zum Typ 1, zur Sofortreaktion erklärt. Diese Reaktion wird dadurch so ein bisschen gebremst. Das ist quasi so die Erklärung genau. dazu. Okay. Gut, dann muss ich jetzt aber sagen, Hydrocortison, also ich kenne keine RTW, wo Hydrocortison drauf ist. Diese Leitlinien haben wir 200 Milligramm Hydrocortison mhm. beschrieben. Was wir auf den Rettungsmitteln in aller Regel zur Verfügung haben, ist entweder ein Prednisolon oder halt ein Methylprednisolon ja. oder manche haben auch beides zur Verfügung. Und wenn man sich da mal die Transponationstabelle, und das ist jetzt so ein bisschen, schon so ein bisschen cringe, wenn man sich die Transponationstabelle anschaut, und dann hätten wir eine vierfach erhöhte Wirkung gegenüber dem Hydrocortison, wenn wir uns im Bereich Prednisolon bewegen. Wenn wir uns im Bereich Methylprednisolon bewegen, hätten wir sogar eine fünffach höhere Potenz. Das heißt, eigentlich müsste man ja sagen, wir geben dann einfach weniger. Also wir geben, 40 oder 50 Milligramm davon. Aber wenn man dann wiederum in die Fachinformationen beziehungsweise in die S2-Leitlinien schaut, und dann heißt es dort ganz klar, wenn man im Erstangriff mit Kortikoiden arbeitet, also mit Prednisolon, Methylprednisolon, und dann soll die Dosis schon im Bereich, gerade jetzt bei Methylprednisolon, 500 bis 1000 okay. oder auch 1 Gramm Prednisolon ist da beschrieben. Also wenn man im Bereich der Sofortmedikation arbeitet, hat man wohl, das hat wie gesagt Ring et al. Landet bei euch 2010, unten in der Videobeschreibung. Beschrieben, dass man dann auch mit erhöhten Dosen gute Ergebnisse haben kann oder erzielen kann. Okay, das bedeutet also, Hydrocortison ist quasi so die Messlatte, und die anderen Corticosteroide, die wir vielleicht auch verwenden, die haben unterschiedliche Potenzen im Vergleich zu Hydrocortison genau. und in der Akutsituation dürfen wir auch mehr verabreichen, und das ist dann unterschiedlich, also ist kein Problem, ob ich jetzt SDH, Urbason, Fortecortin, Dexamethason einsetze, die haben unterschiedliche Potenzen und damit komme ich dann ungefähr zum ähnlichen Effekt. Genau. Okay, das ist doch schon mal, glaube ich, eine ganz gute... Kann man natürlich sagen, weshalb es trotzdem Sinn macht, die relativ früh einzusetzen. Natürlich ist es was, wie wir uns einig sind, dass wir damit dem Patienten jetzt nicht akutes Leben retten. Ist auch kein Medikament ja. der ersten Wahl ist. Aber da es so eine lange Anschlagszeit hat, muss man natürlich auch sagen, je früher das Medikament verstoffwechselt okay. werden kann und die Bioverfügbarkeit halt einfach da ist, desto besser ist es natürlich auch, oder desto schneller haben wir natürlich auch die Anschlagszeit. Also nach vorne denken quasi. Ja? Das bedeutet, be prepared, ja, das bedeutet dann quasi, wir kümmern uns zuerst um die Akutsituation mit Adrenalin und Volumen, und dann kommen H1, H2-Blocker und Corticosteroide in irgendeiner Form, wie wir sie halt gerade vorhalten, dazu, um die Symptome abzulindern, die Effekte abzumildern und so ein bisschen schon
den weiteren Verlauf vorzubestimmen, dass es besser wird. Ja, zu H2-Blockern muss man noch sagen, da ist der Einsatz von H2-Blockern ist relativ umstritten. Okay. Es gibt wohl keine belegte Evidenz dafür, dass wir mit H2-Blockern ebenfalls eine Akutwirkung erreichen könnten, wie wir es mit den H1-Blockern können. Und es besteht im Moment, also aktuell besteht der Verdacht, dass wir, weil wir am Herzen ja auch H2-Rezeptoren haben, dass es da die Möglichkeit gäbe, eine Reflex-Tachykardie auszulösen. Das würde uns ja, sagen wir so, gar nicht in die Karten spielen bei der anaphylaktischen Reaktion, sodass wir, aktuell, wenn wir uns die Leitlinie betrachten, auch das Flowchart der ERC, da werden die H1-Blocker empfohlen, aber die H2-Blocker werden nicht empfohlen. Okay. Macht man dann den Schwenk rüber in die S2-Leitlinie und dann wird dort gesagt, wenn aber der anaphylaktische Schock so weit fortgeschritten ist, dass wir kurz vor knapp stehen, und dann kann man sicherheitshalber auch H2-Blocker mit reingeben, weil es halt eben keine Evidenz gibt, ob es jetzt passt oder ob es nicht passt. Okay, ja. Gut. Also im Moment so ein kleiner Widerspruch, aber ich denke, da wird auch sicherlich noch ein bisschen was dran geforscht und da wird es wahrscheinlich auch eine einheitliche Meinung dann demnächst dazu dann noch geben. Ne? Vielleicht. Vielleicht, ja, wissen wir nicht, aber vermutlich. Gut. Die pharmakologische Therapie, denke ich, haben wir jetzt mit den wichtigsten Bestandteilen ja mal so ein bisschen diskutiert. Eben waren wir noch beim Thema Atemwegsobstruktion angekommen. Da ist es so, wir haben ja eben das schon so ein bisschen vorgemacht. Also wir haben entweder die Möglichkeit, dass wir eine Obstruktion in den oberen Atemwegen haben oder eine Obstruktion in den unteren Atemwegen. Mit was